Im Inneren des Bodentals liegt auf 1050 Meter Höhe in moorigem Gelände ein sogenanntes Toteisloch mit einem See in der Mitte. Das Meerauge. Der Name lässt sich auf seine markante türkise Färbung zurückführen. Die leuchtende Farbe wird hervorgerufen durch eine spezielle Alge im Teich, durch das nährstoffarme klare Wasser und durch die Lichtbrechung. Die Entstehung des Meerauges geht auf die letzte Eiszeit zurück. Als sich circa vor 12.000 Jahren mit zunehmender Erderwärmung der Bodentalgletscher zurückzog. Im eisfreien Vorfeld des Gletschers entstand ein See, welcher aber im Laufe der Zeit von Gesteinsmaterial zugeschüttet wurde. Und übrig blieb das Meerauge, welches ausschließlich durch den Grundwasserstrom gespeist wird. Dies ist sehr gut am Grunde des Meerauges durch die vielen Bläschen, welche von Quellen erzeugt werden, sichtbar. In früheren Zeiten vermutete man sogar eine geheime unterirdische Verbindung zum hunderte Kilometer entfernten Meer. Eine Gedenktafel erzählt von einer alten Sage. Einst sanken zwei Ochsen mit Wagen und Heu in die Tiefe. Es war in Sekunden vorbei. Nichts zeugte vom Unglück, vom finsteren Grauen. Nicht die Welle, die kleinste, konnte das Auge erschauen. Erst Wochen danach und jenseits der Höhe trieb das Ochsenjoch drüben im Fehl dieser See.